Eine Dokumentation, die sich mit einem jungen Mann beschäftigt, der bereits als Teenager ein Online-Drogenhandelsnetzwerk aus seinem Kinderzimmer heraus auf die Beine gestellt hat. Ja, die ist diese Woche auf Netflix erschienen und damit geht es hier jetzt um Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord. Als im Februar 2015 das Kinderzimmer von Maximilian S. polizeilich gestürmt wird, wird Max schnell klar, dass ihm irgendwie ein Fehler unterlaufen sein muss. Dabei war er immer vorsichtig, aber vielleicht zu selbstsicher. In den vergangenen Jahren hat er einen funktionierenden Online-Drogenshop aufgezogen und was zunächst mit ein paar Gramm Kokain und MDMA begann, sollte sich bald über eine viel größere Palette und weitaus größere Mengen strecken. Wie viel Geld Max dabei wirklich verdient hat, ist ungewiss und was vielleicht sonst noch an kriminellen Aktionen stattgefunden hat, kann man nur in seine Aussagen hineininterpretieren. Eines ist dabei aber klar, dass ein solches Drogennetzwerk ein Teenager aus seinem Kinderzimmer heraus aufbauen konnte, war für die teilweise machtlosen Behörden schlichtweg unvorstellbar. Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord, geht 97 Minuten, hat eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 12 Jahren und ist dort seit dem 3. August diesen Jahres anschaubar, ist eben eine Dokumentation, die sich mit Maximilian S. beschäftigt. Sie wird auch vermarktet als die Grundgeschichte hinter der deutschen Serie How to Sell Drugs Online Fast. Und Max ist quasi über Tor im Darknet in Berührung gekommen mit Menschen und hat sich ausgetauscht über Silk Road, dass es doch spannend sei, dass man anscheinend Drogen im Internet verkaufen kann und dass die Marge und der Gewinn dabei so groß wäre, aber dass das irgendwie nie so richtig professionell aufgezogen wurde. Wo sind die guten Bewertungssysteme? Wo kann man sich verlassen, den besten Preis zu kriegen, dass am besten verschickt wird und dass der ganze Service einfach stimmt? Und beschließt in ziemlich jungen Jahren so einen Shop aufzuziehen aus seinem Kinderzimmer heraus und wo dann am Anfang 1, 2, 3 Bestellungen am Tag reintrudeln, sind es irgendwann Dutzende oder gar Hunderte. Da hat man also, wenn man kaum jemand anderem als sich selbst vertrauen möchte, das Problem, dass man sehr viel abarbeiten muss und das natürlich im höchsten Maße der Illegalität und Kriminalität. Das ganz spannend ist bei Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord, ist, dass die Attitude von Max, weil das Ganze basiert auf Interviews, die zum einen mit ihm stattfinden, aber auch mit Ermittlern, mit Psychiatern, teilweise auch mit ehemaligen Vorgesetzten. Familie wird aber komplett rausgehalten. Man auf der einen Seite eben dieses klassische Abbild hat von Tätern und auch Beteiligten in diesem Fall, aber das Ganze nochmal aufgebaut wird, indem man chronologisch nacherzählt, was wann passierte, teilweise mit Archivmaterial, Berichterstattung rund um diesen Fall arbeitet, aber auch im Grunde den Eingang seiner Wohnung plus seinem Zimmer nachgebaut hat in einem Filmstudio und dann immer mit ziemlich coolen Aufnahmen mit ihm selbst als Hauptakteur die unterschiedlichen Momente durchgeht und dann quasi auch den Aufstieg und vielleicht auch den Fall, wo auch immer diese Dokumentation hergeht, möchte ich an dieser Stelle nicht vorwegnehmen, dieses Menschen nacherzählt. Seine Attitüde ist dabei immer sehr selbstbewusst, sehr fordernd, auch von oben herabblickend und herablassend und das ist so ein typisches Problem, dass man sich selbst vielleicht auch überschätzen kann. Der Hochmut ist eben eine sehr zweischneidige Sache und kann auch gefährlich nach hinten losgehen. Was dabei aber gleichzeitig passiert, ist eine gewisse Bewunderung für diese Lockerheit und Stärke und letztendlich so ein leichtes Gefühl von Catch Me If You Can, wenn man im Grunde so tut, als wäre man stark, dass andere glauben, dass man stark wäre und er da selbst auch sehr wortkarg bleibt, wenn es darum geht, bestimmte Dinge zu beschreiben und sehr viel Spielraum lässt in der Interpretation, wenn er immer wieder mit seinem verschmitzten Lächeln und drüber lachend rückwirkend erzählt und manche Dinge ausklammert, sodass man sich fragt, okay, was hat der noch für Dreck am Stecken, wenn man auch weiß, dass er aus einem Gefängnis heraus das Ganze, das wird am Anfang der Dokumentation sofort klar oder aus einer vielleicht Haftsituation das Ganze bespricht, fragt man sich immer, okay, was hat der eigentlich für das gekriegt, was für eine Größenordnung ist das Ganze dann wirklich gewesen und am Ende denkst du dir, okay, krass, was ist vielleicht noch irgendwo gebunkert und dann schlägt aber die Dokumentation gegen Ende nochmal eine sehr andere, interessante Tonalität auf, wo man sich echt fragt, echt jetzt? So geht das Ding weiter? Sodass ich am Ende sagen muss, ich habe Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord gerne geschaut. Das ist auf eine skurrile Art und Weise eine unterhaltsame Nummer, wobei natürlich die Thematik des Drogenhandels, wie viele Leute du natürlich mit reinziehst, auch wenn man sagen kann, ja, es ist nicht eine freie Entscheidung, ob jemand sich mit solchen Substanzen umgeben möchte, sie konsumieren möchte, weiterverkaufen möchte, was auch immer, aber Sucht ist eben Sucht und aus einer Suchtsituation heraus gibt es irgendwann das Momentum, in dem du nicht mehr selber fähig bist zu entscheiden, ob du da raus kannst
Unterstützungshilfe von außen brauchst. Und wenn es die nicht gibt, kann es dich nicht bloß in die Armut und Isolation reiten, sondern einfach auch schlichtweg in den Tod. Und wenn man darüber dann weiter nachdenkt und dann mal eine moralisch-ethische Verankerung sucht, dann geht das alles natürlich gar nicht. Aber man zieht es eben mit so einer Lockerheit auf, dass es eben dieses unterhaltsame Element gibt. Und ich glaube auch deswegen, zumindest auf Netflix, diese Dokumentation in Deutschland in den Top 10 zumindest immer noch vorzufinden ist, weil das da eben über die 97 Minuten eine gewisse Spannung aufbaut. Sodass man eben so denkt, okay, und dann dieses und jenes und das, obwohl du eigentlich am Anfang schon glaubst zu wissen, wo die Nummer hin will, bleibt es nicht unüberraschend und wird eben getragen durch auf der einen Seite diese visuelle Idee, eben so Nachbauten zu machen, reinzugehen in die verschiedenen Momente und dass wir eben Max selbst haben, der das nachspielt, wobei man dabei das Gefühl auch nicht los wird, dass er eben durch seine Verschwiegenheit auch sich feiert und einen gewissen Stolz hat und diese Idee, eine Netflix-Doku zu machen, die dann steil geht, auch irgendwie dient sich ein eigenes Denkmal zu bauen. Über diesen Geschmack, der dabei mitschwingt, kann man eben diskutieren. Ist spannend. Ne? Bleibt eine Dokumentation, über die man danach reden kann. Dafür kann man als Zuschauer eine Person wiederum dankbar sein. Aber ich glaube, man sollte nicht bloß sagen, ja, das war abgefahren, cool zu gucken, sondern da auch mal ein bisschen reflektierter darüber nachdenken. Mich würde es auch nicht wundern, wenn ich mir so diesen Charakter angucke, wie er sich gibt und so, dass es, wenn es nicht das letzte Mal wäre, dass man von ihm hört und es auch spannend ist, weiter zu verfolgen, was bei dieser ganzen Sache letztendlich in der Zukunft zu erwarten sein wird. Deswegen für mich auf jeden Fall eine Empfehlung an dieser Stelle, weil Dokumentation über gerade so das Drogenmilieu, wo du sonst immer normalerweise nach Kolumbien, nach Miami, in die 80er, 90er, was auch immer, abtauchen musst. So eine Geschichte mal in Deutschland aus einem 0815 Wohngebäude, aus einem einfachen Zimmer heraus so erzählt bekommst, das hast du nicht alle Tage. Und deswegen muss ich sagen, teilweise sehr unterhaltsam. Es ist ein spannender Charakter. Mit spannend meine ich aber eben auch vielseitig im Guten, wie im sehr schwierigen Sinne. Und visuell gut aufbereitet. Deswegen definitiv eine Empfehlung von mir für Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord und Dokumentation. Da liegen bei mir ja keine Wertung. Aber ich wollte auf jeden Fall mal drüber gesprochen haben. Und natürlich ist das, was dann weiter abläuft nach so einem Online-Shop, was mit diesen Substanzen passiert, eine bitterernste Sache und eine brandgefährliche Geschichte. Aber genau das spart die Dokumentation eben auch aus, beziehungsweise wenn es dann mal kurz touchiert wird, wird es aber auch sehr schnell wieder im Keim erstickt. Ich finde, dahingehend hätte man ruhig noch weiter mal dem Herrn auf den Zahn fühlen sollen. Okay, da bin ich am Ende meiner Review zu Shiny Flakes und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Dokus schauen.